Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Bitte, geht doch. Es war erstmal eine Casting-Anfrage. Und es ist natürlich ein unglaublich großer Gesamtbegriff, so Franz Kafka. Und da geht sofort im Kopf los, wie kann ich dem gerecht werden? Und dann fängt man erstmal an, das nachzuholen, was man in der Jugend versäumt hat, nämlich möglichst viel von ihm zu lesen und auch über Sekundärliteratur mich ihm anzunähern. Und der Respekt vor dieser Rolle wurde nicht kleiner, sondern immer größer, weil der Kosmos hat einfach kein Ende. Und das hat es zu einer unglaublich großen Aufgabe gemacht, mich da hineinzuwerfen. Kennt ihr die kleine Fabel von der Maus? Nein. Wollt ihr sie denn hören? Ja! Also gut. Es war einmal eine kleine Maus. Es geht um zwei Menschen, die sich finden und sich gegenseitig erhöhen und ein wenig Hoffnung schenken in dem, was ihnen Angst macht und eigentlich die Kraft raubt. Sie erhöhen sich gegenseitig und schenken sich eine Perspektive im Angesicht der Perspektivlosigkeit. Hat Ihnen die Feier gefallen? Ja, sehr. Und Ihre Frau und Ihren Kindern hoffentlich auch. Das ist meine Schwester Ellie mit ihren Kindern. Sie sprechen sehr gut Hebräisch. Danke. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Dora. Dora Diamant. Das ist ein sehr schöner Name. Ich werde ihn mitnehmen. Reisen Sie schon ab? Nein, mitnehmen ins Hotel, meine ich. Und was wird dann aus mir so ganz ohne Namen? Na, heute Abend brauchen Sie ihn ja nicht. Und morgen kriegen Sie ihn wieder zurück. Ich glaube, dass Franz Kafka auch wusste, einen guten Auftritt zu haben. Und Dora konnte von Anfang an nicht mehr weggucken. Und andersrum war es genauso. Also so eine große visuelle Anziehung war von Anfang an da. Und eben dann aber in den ersten Berührungen merken die zwei sehr schnell, dass sie füreinander bestimmt sind und dass sie sich gegenseitig sehen können. Und dann verlieben sie sich ineinander und verbringen die letzte Lebenszeit von Franz Kafka gemeinsam. Ein Glas Wein? Lass uns zusammen träumen. Gerne. Wovon? Von unserem nächsten Sommer. Wir fahren ans Meer. Wir gehen schwimmen. Und
klettern wieder rauf zu unserer Bank. Und abends gehen wir ins Theater. Plötzlich bist du nicht mehr neben mir. Wo bin ich hin? Man kann Franz Kafka nicht spielen, ohne zu scheitern. Das ist schon mal als Prämisse für mich gegeben. Und wenn man das akzeptiert als Spieler, wartet die absolute Freiheit auf einen. Denn man kann nur seine eigene Interpretation, seine emotionale Sicht auf diesen Menschen einfach dem Publikum anbieten und einfach hoffen, dass irgendwas in Resonanz gerät in Verbindung mit den Zuschauern und den Zuschauerinnen. Wie geht's dir? Gut. Was machst du da? Aufräumen. Platz schaffen. Was ist das alles? Das ist Ballast. Sachen von früher. Deine Geschichten? Ideen, die nichts taugen. Ich hatte schon auch ein bisschen Angst vor den letzten Lebenstagen von Franz Kafka und vor der Emotionalität, die da passiert. Und das war schon auch nicht einfach. Es ist ja dann eigentlich so ein Drittel des Filmes, in dem man wo man in dieser Traurigkeit versinkt und trotzdem aber versucht, so an der Herrlichkeit und an der Schönheit des Lebens festzuhalten. Und es ist so ein verzweifelter Kampf. Und ich glaube, dass Dora da eben dann auch wieder ihre Verletzlichkeit so ein bisschen an zweite Stelle setzt und sagt, ich bin jetzt stark und ich bin jetzt glücklich für den Mann, den ich liebe. Wenn er dann nicht mehr da ist, dann schaue ich halt, wie ich das alles alleine verkraften kann. Aber solange er noch da ist, bin ich stark und tapfer. Und das war aber auch eine total wertvolle Zeit. Aber ich glaube, das waren so die Tage, wo ich irgendwie am erschöpftesten rausgegangen bin. Das schreibe ich bestimmt nicht zu Ende. Was quält dich so? Alles nur Anfänge. Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende. Ich glaube, dass wir sehr schnell dazu tendieren, nur das wahrzunehmen, was uns fehlt oder was uns weggenommen wird. Und eigentlich kann man aber immer auch die schönen Seiten beachten. Und ich glaube oder ich hoffe, dass der Film uns beibringt, dass wir uns trotz allem mehr auf die schönen Dinge konzentrieren und darin die Herrlichkeit sehen können. Wir leben in einer Zeit, wo das, was um uns herum passiert, uns große Angst macht. Und die Tendenz ist, Mauern hochzuziehen, um uns vor dem, was von außen hereinkommt, zu schützen. Und unsere Illusion eines kleinen Paradieses aufrechtzuerhalten. Und was man von Kafka lernen kann, ist, dass man den Dingen, die einen Angst macht, durchaus auch entgegentreten kann und ihnen ins Auge blicken kann, um aus dieser Dunkelheit heraus vielleicht das Licht mehr schätzen zu können, als wenn man die Augen davor verschließt. Du hast genug Material, um an einen Verlag heranzutreten. Ich muss das alles nochmal überarbeiten. Alles nur Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende. Ich habe sie gestern tanzen gesehen am Strand. Wir proben für eine Aufführung in Berlin. Berlin war immer mein Traum. Woher nehmen Sie den Mut? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich bin ein kranker Mann, Dora. Diese Krankheit bestimmt mein Leben. Jetzt auch? Nein, jetzt nicht. Lass uns zusammen träumen. Ich habe jemanden kennengelernt. Da wird sich dein Vater aber freuen. Der Vater darf nichts davon erfahren. Thank you.
für sich sorgen. Wie soll das gehen? Dora ist stark. Vor ihr muss ich mich nicht verstecken. Du hast meine Eltern um Geld gebeten. Sie werden nicht zurückkehren nach Prag. Vielleicht sollten wir genau das tun. Auf gar keinen Fall. Warum haben die so eine Macht über dich? Franz! Am größten ist das Glück, wenn es ganz klein ist. Deshalb würde ich, wenn ich mein Leben aufschreiben müsste, nur Kleinigkeiten notieren. Ich glaube, dass die Herrlichkeit des Lebens immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Unsichtbar. Ruft man sie mit dem richtigen Namen, dann kommt sie.